Moin Moin ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was haben wir heute Schönes? Erstmal vorab möchte ich euch was mitteilen, mein Online-Shop ist jetzt startklar. Den Link dazu packe ich unten in die Videobeschreibung. Und ja, bei jeder Bestellung gibt es natürlich ein paar schöne Aufkleber dazu. Ne? Und ich werde auch Klamotten demnächst anbieten, ne? Auch im ganz kleinen oder eben ganz normal, ne? Mit richtig coolen Bildern. Ja, werde es auch ohne meinen Schriftzug geben, das Ganze. Also einmal mit, einmal ohne. Ja, da bin ich jetzt gerade am Ball. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützt. Das wäre cool. Ja, wir haben heute ein schönes Thema. Und zwar, ist dieses Motorgehäuse jetzt ein Fall für die Mülltonne? Oder können wir das noch wieder reparieren? Und zwar ist hier Folgendes passiert. Hier oben ist das durchgebrochen beim Aufspindeln. Und hier unten war auch ein Riss. Der wurde aber schon fachmännisch bearbeitet, aber wir werden trotzdem nochmal da was machen. Und ich zeige euch heute, wie man so ein Gehäuse noch retten kann. Ja, wir haben hier das Motorgehäuse, M500 Motor aus der S51, ist auch im SR50 Roller verbaut, so ein Motor oder eine Schwalbe. Und hier ist Folgendes passiert, hier unten war aber schon mal ein Riss und das wurde lasergeschweißt. Ich zoome das mal ran für euch, da seht ihr das. Ja, das ist professionell lasergeschweißt worden. Wir werden aber trotzdem von der anderen Seite auch nochmal das Ganze verstärken. Und das Gehäuse ist beim Aufspindeln hier durchgebrochen. Das passiert, wenn man eben ein gewisses Maß überschreitet. Dann kommt man eben da durch und ist auf der anderen Seite hier im Loch drin. Da könnt ihr meinen Finger sehen. Ja, das werde ich jetzt mal mit euch zusammen reparieren. Und wir werden als erstes erstmal die Stellen mit dem Fräser schön blank machen und das Ganze anrauen, weil wir wollen das Ganze mit Metallkleber. Das ist dieser hier von PTEC, Flüssigmetall. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Da arbeite ich nur mit. Es gibt das auch von Liqui Moly und so, der ist auch gut. Aber ich nehme immer, oder ich benutze immer den. Ja, ich zeige euch heute mit dem PTEC, wie ich das mache. Und wir werden jetzt erstmal die Fläche schön anrauen, dass eben das Flüssigmetall darauf hält, dass das eben auch vernünftig nachher stabil ist und auch nicht wieder abgeht. Ja, wir fräsen jetzt erstmal die Oberfläche schön rau. Ja, ich benutze in diesem Fall jetzt hier so einen Stabfräser und werde damit die Oberfläche eben anrauen. Das jetzt mit der Welle, ist auch zum Porten von Zylindern, kann man das gut nehmen. Wenn ihr sowas nicht habt, dann nehmt ihr euch aus dem Baumarkt, besorgt ihr euch so eine kleine Feile oder sowas in der Art, dass ihr eben die Oberfläche anrauen könnt. Ihr könnt auch Schleifpapier nehmen, grobes, und auf ein Stück Holz machen und dann eben da schön die Stelle, eben schön anrauen. Ich fange jetzt mal an, hier ein bisschen das anzurauen mit meinem Fräser. Ich mache das übrigens draußen, damit ich hier nicht irgendwie Späne in meiner Werkstatt habe, wo ich die Motoren baue, weil das kommt gar nicht gut. Ja, so sieht das aus. Das ist schon gut. Jetzt machen wir die andere Seite nochmal hier oben. Da hatte ich schon mal ein bisschen vorbereitet, aber ich gehe nochmal rein. Ja, das sieht jetzt so aus. Da könnt ihr das gut sehen hier. Da ist das Loch und da ist jetzt die Stelle, wo ich das angeraut habe. Und wir werden das Ganze jetzt nochmal schön mit Bremsenreiniger sauber machen. Und dann werde ich die Stelle nochmal schön erhitzen, damit, falls da Ölreste sind, dass die eben verbrennen sozusagen. Nicht, dass sich da irgendwo Material in den Poren jetzt Fett gesammelt hat, weil dann hält das Ganze nämlich auch nicht.
Ja, ich mache das einmal bremsen sauber und dann erhitzen wir das Ganze nochmal. Ja, wir haben das Gehäuse jetzt gereinigt und sozusagen ausgebrannt, dass da eben nichts mehr an Rückständen ist. Jetzt darf ich natürlich da nicht irgendwo mit den Fingern rumgrabbeln. Wir müssen jetzt hier natürlich hier vorne das Loch verschließen. Weil wenn ich jetzt von der anderen Seite den Kleber reinmache oder das Flüssigmetall, dann wird das hier alles durchlaufen. Und wir wollen ja hier wieder eine Fläche mit dem anderen bilden, ne? Dass das hier wieder eine Fläche ist. Und in dem Fall nehme ich jetzt hier Tape und mache da einmal so ein Tape rüber, dann haben wir genau die Form, die wir haben wollen, oder die Kontur, dass das eben nicht durchlaufen kann. Das werde ich jetzt hier mal so reinkleben. So, unten müssen wir auch nochmal verschließen, dass das eben dicht ist, das Loch. Ihr könnt auch mit diesem Metallkleber, könnt ihr auch so kleine Reparaturen vornehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein Gewinde habt, rausgerissen oder so. Aber da würde ich euch bei Gewinden, ja, geht's auch, aber ihr kommt halt immer schwierig rein, das zu säubern, ne? Also da für solche Sachen, so Durchbrüche, ist das eigentlich perfekt geeignet. Ich werde jetzt hier nochmal einen Streifen da unten nochmal reinmachen. Muss ich mal hier mit meinem kleinen Werkzeug hier da ein bisschen reindrücken. Das sieht gut aus, dass da gleich nichts durchkommt. Ja, so sieht das jetzt aus. Nur, dass es eben verschlossen ist hier. Ja, die andere Seite sieht so aus. Und da werden wir jetzt das flüssige Metall anrühren und dann eben auf diese Fläche darauf geben und damit eben das Loch verschließen. Hier unten bräuchte man eigentlich nicht, weil das Stück ja sowieso abgetrennt ist durch die Dichtung hier. Normalerweise kann hier nichts passieren. Ich würde da jetzt trotzdem ein bisschen was noch reinmachen hier zur Stabilisierung, weil da ja eben auch das Gewinde von der Schraube ist. Hier mache ich jetzt einfach mal mit, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und für solche Sachen ist dieses oder das Flüssigmetall wirklich top. Ja, ich stelle mir das mal so ein bisschen schräge hier, damit das gleich schön hinten in die Ecke reinläuft. Machen wir das jetzt so ein bisschen mit dem Holzklotz hier. Habe ich das jetzt hier so ein bisschen fixiert. Und ich rühre jetzt mal den Kleber mit euch an. Das ist eigentlich total simpel. Und zwar, es gibt auch so eine Mischkartuschen hier vorne. Aber das ist immer so eine, so eine Sache. Ihr verschwendet viel Kleber. Weil das, was erstmal in der Mischspirale ist, das schmeißt ihr nachher weg. Und ich mache das immer so. Ich drücke mir das hier auf ein Stück Pappe. So, jetzt haben wir das da. Und das reicht schon für beides locker aus. Schon bald zu viel. Hier wieder zurückziehen, das Ganze wieder verschließen. Ja, und dann verrühren wir das Ganze jetzt. Das sind zwei Komponenten Metallkleber. Und ihr müsst das so lange rühren, bis das richtig schön vollständig schön grau ist. Muss also richtig schön durchgerührt werden. Dann wird das auch flüssiger. Man sieht das jetzt, das läuft richtig schön runter. Schön verrühren, damit die beiden Komponenten sich schön mischen. Das ist eben wichtig. Und dann hat man auch nicht allzu lange Zeit, weil das Zeug ist wirklich fix nachher. Das geht, wer damit schon mal gearbeitet hat, der weiß, was ich meine. Also man hat da nicht viel Zeit, jetzt noch großartig was zu machen. Deswegen wechsle ich jetzt einmal die Kameraperspektive, dass ihr gleich sehen könnt, wie ich das da reinmache. Ja, jetzt werden wir mal anfangen, das da mal reinzumachen. Und zwar dann tupfen wir das da so ein bisschen rauf, dass das eben überall schön Verbindung aufnimmt zum Grundmaterial. Könnt ihr ruhig so ein bisschen auslaufen lassen, das Ganze. Ich kann noch ein bisschen mehr nehmen hier. Das wird nachher richtig schön glatt, die Oberfläche. Und hier haben wir auch Platz. Hier ist also nichts, was da irgendwie nachher hin muss oder so, weil hier die Zündung sitzt. Das heißt, da haben wir wirklich Platz. Können das hier schön reinmachen. Und verlaufen lassen. Ich mache noch mal ein bisschen mehr, damit wir schöne dicke Oberfläche haben.
ein bisschen begradigen. Ja. Man sieht jetzt, ne, dass das schön verläuft, das Ganze. Und ja, so sieht das jetzt aus. Ich kann ja mal nochmal ranzoomen, dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Da. Ja, da seht ihr das. Das ist richtig schöne Oberfläche, schön glatt. Und wir machen jetzt gleich nochmal die andere Seite. Da dasselbe Spiel. Ja, die Seite ist jetzt ausgehärtet hier. Und was ich euch nochmal sagen wollte, man hat auch oft, wenn einer dieses Lager irgendwie rausprügeln wollte, dann hat man auch oft, dass hier eben die Stelle hier auch durchgebrochen ist. Das kann man auch gut mit sowas kleben. Aber bitte nur von außen, dann müsst ihr von innen irgendwie das zumachen mit Pappe oder dass man es von außen macht. Ja, wir machen jetzt mal die andere Seite hier. Lege ich mir jetzt hier hinten den Holzklotz hin. Und ich hatte jetzt schon wieder was Neues angemischt, weil das andere ist ja hart. Wir ja, mischen das einmal schnell durch und kleben dann eben das andere Stück noch da oder machen da eine Schicht drauf, dass das eben nochmal verstärkt ist da. Dieses Laserschweißen, was da gemacht wurde, ja, dann müsstet ihr gucken, ob ihr bei euch in der Region irgendwie einen habt, der das machen könnte, weil das ist jetzt, also so viele bieten das auch nicht an. Ich glaube, Subi Performance, der macht sowas, da kann man Sachen hinschicken. Ja, da müsst ihr immer sehen. Manchmal lohnt sich das auch nicht fürs Gehäuse dann, ne? So, wir machen hier mal weiter. Das ist da schön drauf. Wichtig ist, dass die unterste Schicht schön sich verbindet mit dem Material. Ihr könnt das Gehäuse auch ein bisschen warm machen. Mit dem Heißluftföhn oder so oder mit dem Brenner. Wenn das warm ist, dann verläuft das nochmal schöner. Ne? Dann ist das noch ein bisschen flüssiger und läuft dann auch richtig so in Ecken und so rein. Jo, das sieht doch schmackhaft aus, muss ich sagen. Hier kann ich den Rest ja auch noch da ein bisschen reinmachen. Können wir hier an den Seiten nochmal ein bisschen verstärken, das Ganze hier. Wie gesagt, solange das noch frisch ist, verläuft das richtig schön. Ich mache jetzt hier mal den so hin, dass es ein bisschen schräg ist. Jo. Das sieht doch sehr gut aus. Und wir schauen uns nachher gleich das Endergebnis an, wie hier die Fläche aussieht. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, ich habe jetzt das Klebeband mal abgemacht. Da kann man das gut sehen. Es hat wieder schön eine Fläche hier oben. Wenn ihr den Zylinder da jetzt reinsteckt, dann habt ihr hier keine Kante oder irgendwas. Und das ist alles schön dicht jetzt wieder. Das andere muss noch ein bisschen aushärten da unten. Das kann jetzt so liegen bleiben und kann dann eine Weile noch härten. Ich würde euch sagen, wenn ihr sowas gemacht habt, wartet eine Nacht, bis das ausgehärtet ist. Ich gucke mal ganz kurz rauf, hier, ob hier irgendwas drauf steht. Tropfzeit. Ja, 4 Minuten, Aushärtezeit 30 Minuten. Also ich würde trotzdem aber an eurer Stelle eine Nacht das aushärten lassen und dann nächsten Tag erst das Gehäuse zusammenbauen. Also bis 120 Grad und das hält auch, das reicht. Ja, so ist, das ist das. Ich weiß nicht, habe ich hier irgendwo nochmal die Nummer? Irgendwo ist doch meistens eine Artikelnummer drauf, ne? Da. Da ist sie. Da haben wir sie. 97425. Wenn ihr das sucht im Internet. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte vielen damit weiterhelfen, die jetzt so ein Problem haben mit so einem Motorgehäuse, dass man es eben nicht gleich in die Mülltonne schmeißen muss. Ich bin auch eher bei den Stellen lieber ein Freund von so einem Flüssigmetall. Wenn man jetzt beim Aufspindeln da durchbricht, passiert bei den M53-Motoren zum Beispiel immer, wenn man die aufspindelt, dann muss man das auch kleben. Weil wenn ihr da Schweißgerät ansetzt, erstmal spritzt das meistens und blubbert alles auf, weil man teilweise da Partikel drin hat, Dreckpartikel. Und das ist ja trotzdem undicht und man bringt eine extreme Hitze da rein und somit verformt sich dann das ganze Gehäuse, was natürlich auch nicht vom Vorteil ist. Deswegen bin ich eher der Freund vom Kleben so mit dem Flüssigmetall und das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht und hält Bombe. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt, dass es nicht gehalten hat. Ja, ihr habt alle Tipps dazu gekriegt. Mein Online-Shop verlinke ich euch und in der Videobeschreibung. Ich packe auch nochmal einen Link dazu rein von dem Flüssigmetall, dass ihr das findet und Kanal abonnieren, Daumen nach oben
und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ihr Lieben.